Herbert Olonska, nach 2 Jahren Zwangspause, 21. CSI und CDI Neustadt-Dosse. Man hat den Eindruck in der Region, die Vorfreude ist riesig. Merkt man das hier in der Halle und im Kartenvorverkauf auch? Ja, das zeichnete sich schon Anfang des Jahres ab, in den ersten Tagen, dass der Run also wieder auf Neustadt-Dosse geht, dass es erwartet worden ist, dass wieder so eine Veranstaltung stattfindet, auch im hochkarätigen Bereich. Angereichert diesmal erstmalig auch mit Dressur. Auch das ist angekommen und ich glaube, das passt ganz gut nach Neustadt-Dosse, weil wir ja hier in der Zucht Schwerpunkt auch Dressur haben. Wir haben also wirklich zwei Disziplinen unter einem Dach, ganz am Jahresanfang. Und wir haben, glaube ich, auch sehr viele Nationen hier, richtig? Ja, wir hatten mit 14 gerechnet. Wir haben 13 jetzt am Start. Und wir haben sehr, sehr gute Reiter mit dabei, Nationenpreisreiter. Natürlich haben wir auch die Reiter hier aus den neuen Bundesländern dabei, die wir auch alle kennen, angefangen mit Borchert und so weiter und so fort, Brun. Aber natürlich auch die Spitzenreiter wie André Thieme und Holger Wulfschneider. Die werden auch hier mitmischen. Also wir haben Europameister, wir haben junge Wilde in Form von Junioren, wir haben eine starke Brandenburger Abordnung. Ist das so der Mix, den man sich als Veranstalter wünscht? Das ist unser Mix, den wir eigentlich immer gehabt haben, die ganzen 20 Jahre. Und dabei bleiben wir auch, dass wir ein bisschen auch natürlich aus dem Ausland hier starten lassen. Wir haben, wie gesagt, die 13 Nationen. Peter Einbergers hat noch in den letzten Tagen angerufen, wird auch am Start sein. Also ich glaube, die Leute können sich freuen, dass wir diesen Mix wieder durchführen. Natürlich auch mit Youngster-Prüfung, 7- und 8-jährige Pferde, Amateurprüfung, die wir immer gehabt haben. Und neben der Dressur haben wir auch für die ganz kleinen Prüfungen ausgeschrieben. Und zwar Führzüge, Wettbewerb, E-Springen, also für die ganz, ganz kleinen Reiter. Ich glaube, das wird ein Familientreffen hier, also nicht nur der harte, ernste Sport. Super, vielen Dank, Herbert Olonska. Wie geht's?